Nur mit der FPÖ ändert sich etwas zum Positiven. Die Abschaffung des Pflegeregresses und ein verpflichtendes Foto auf der E-Card. Bei den jüngsten Nationalratssitzungen vor der Sommerpause konnte die FPÖ zwei ihrer langjährigen Forderungen umsetzen. Nun müssen ältere Personen, die gepflegt werden müssen, nicht mehr befürchten, ihr Vermögen zu verlieren, falls die Pflegekosten zu teuer werden. Alle Initiativen der FPÖ auf Abschaffung des Pflegeregresses wurden von SPÖ und ÖVP bis dato immer abgelehnt. Auch stets abgelehnt wurden Anträge zur E-Card. Seit 2006 hat die FPÖ Druck ausgeübt, um eine missbräuchliche Verwendung abzustellen und ein verpflichtendes Foto gefordert. Selbst im jüngsten Gesundheitsausschuss wurde das Thema von SPÖ und ÖVP negiert. Und sogar der Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, der vom Schwarzen Wirtschaftsbund kommende Alexander Biach, hat diese Maßnahme, die 18 Millionen Euro kosten würde, als zu teuer abgelehnt. Zur Erinnerung, 600.000 verschwundene E-Cards wurden bis zuletzt gezählt, der Schaden wird mit 180 Millionen Euro beziffert. Die freiheitliche Gesundheitssprecherin Dagmar Belakovic-Jenewein brachte daher erneut einen Antrag ein. Und SPÖ und ÖVP haben nun erkannt, dass im Sinne der Betrugsbekämpfung und zur Gegenfinanzierung des Pflegeregresses ein Foto auf der E-Card vorhanden sein muss. Ab 2019 sollen die Karten mit Foto neu ausgegeben werden. Die Umsetzungen dieser beiden Maßnahmen sind für die FPÖ jedenfalls ein großer Erfolg. Also wir haben den Druck, nachdem es jahrelang immer wieder abgelehnt worden ist, in den letzten Wochen und Monaten massiv aufgebaut. Bis es soweit war, dass die Regierungsparteien, dass die Parteichefs der beiden Regierungsparteien diese Forderungen selbst übernommen haben. Das hat uns dazu motiviert, in den letzten zwei Wochen diese Anträge mehrmals einzubringen in den diversen Ausschüssen und auch gestern im Plenum. Das ging so weit, dass wir heute dann die Regierungsvorlage bekommen haben. Bis zuletzt hat unser Nationalratspräsident Hofer dann auch noch herein reklamiert, dass auch der Angehörigenregress jetzt wirklich Geschichte ist. Das ist ein ganz großartiger Erfolg. Das ist nämlich freiheitliche Regierungsarbeit aus der Opposition heraus.